Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Transport Fever 2. Schön, dass du wieder dabei bist. So, irgendwie sind gerade meine Folgen durcheinander gekommen, glaube ich, oder? Weil das müsste die 105. sein, aber das ist, keine Ahnung. Wir haben hier noch ein anderes Problem, was wir hier noch sehen. Damit das noch perfektioniert wird, müssten wir hier die Produktion, den Abnehmerstatus mal prüfen. Da haben wir 308. Das heißt, wir holen die Sachen zwar ab, aber die kommen möglicherweise noch nicht überall bei den Leuten an. Hier ist der Brottransport. Der fährt ja hier jetzt in die Stadt Haldensleben. Da schauen wir mal kurz, ob wir da ein bisschen optimieren können. Wir sehen hier 92 von 137 bringt uns 56 Einwohner. Wir gehen mal auf Pause. Machen das mal in Ruhe. So, wir sehen Tulpenweg. Was ist denn die Brotlinie? Das war falsch, da muss ich hin. So, hier ist die Brotlinie. So, die hält hier. Hier. Ah, das ist echt so schwer zu erkennen. Könnt ihr jetzt hier irgendwie erkennen, ob das jetzt... Ich meine, es sieht so aus, als wäre es überall, ne? Dann müsste man halt fragen. Dann müsste man halt fragen, wie es kommt. Dass da unten nicht genug ankommt, weil der Zug ist auch nicht voll. Und macht keinen Gewinn. Wäre es möglich? Müssen wir mal beobachten jetzt. Hier ist übrigens der Nebenzug. 42 ist voll. Geil. Und dann die Regionalzüge hier. Guck mal, die jetzt da rauffahren. Also, ah, es ist toll. Es ist einfach nur toll. So, ist das ein Brotzug? Das ist ein Brotzug und der nimmt Ziegel mit. Aha. Ja, da müssen wir mal gucken. Wir müssen mal gucken, wie sich die Fahrzeuge verhalten. Macht es Sinn, die Ziegel zu sperren, weil wir ja auch eine Ziegellinie separat haben? Pass mal auf. Wenn wir hier gucken. So, das ist unser Ziegeltransport. Der ist, sagen wir mal, ausbaufähig. Wenn wir aber jetzt hier sagen, auf der Brötlinie, zwei Dinge. Linie verwalten. Erstens, Vollladen einer Fracht, das heißt LKWs warten und nur Brote. Fünf Minuten Wartezeit, bis der Zug kommt. Damit wir die Verteilung ein bisschen besser auspendeln. Und wenn nicht genug Platz ist für die LKW, hier ist eine lange Straße, das sollte eigentlich reichen. So, jetzt kommt der Brot-LKW. Und da würde ich mir wirklich gerne mal die LKW hier angucken. Können wir eigentlich alle Fahrzeuge irgendwie lackieren, dass wir da mal einen Unterschied sehen? Geht das? Brot-LKW, so. Das ist schon ziemlich geil. Haben wir noch nie gemacht. Huch. So, da kommen die Brote. Und jetzt fährt er mit Brot. Da kommt der nächste Brot-LKW. Die haben alle Ziegel mitgenommen. Wir beobachten jetzt auch mal die Stadt direkt. Stadt. Die Stadt. So. Wir waren bisher bei 70% und 56. 70% und 56. So, der nimmt alle Brote, hat er schon mitgenommen. Die anderen hier nehmen auch Brote mit.
ist schon wieder weniger geworden. Hm. Und der hat einen Punkt mitgenommen. Das ist halt Wahnsinn. Das geht so nicht. Wir müssen die Linien trennen. Stopp. Linie verwalten. Vollladen einer Fracht. Ziele. Und auch 5 Minuten Wartezeit. So, und dann sehen wir hier zum Beispiel, das hier können wir verkaufen. Ja. Und da geht eventuell der Wert nochmal hoch. Wir waren bei 56 bei dem roten hier. 48 ist gesunken. So, auch der wartet jetzt. Hatten wir da eventuell viel zu viele LKW? Minus 24 immer noch. So, jetzt kommen hier Ziegel an. Da, wie gesagt, Ziegel können wir gleich gucken, ob wir da noch ein bisschen optimieren können. Wobei das schon ganz gut aussieht. 90%, ich glaube, das geht. Nächster Brotträger wiederum steht. Würde ich fast auch verkaufen. So, dass wir immer so, ne, dass die Brote immer schön nachrücken. Da hinten kommt nämlich schon wieder der nächste Brot-LKW. Es kann sein, dass der hier gleich dann fährt. So, jetzt sind wir wieder auf 90. Da wurden gerade ein paar Brote ausgeliefert, aber bei weitem nicht genug. Und die sind wahrscheinlich auch zu viel. Nehmen auch mal einen raus, weil der jetzt auch keine Brote mehr mitnimmt. Sind wir immer noch bei minus 24. Und hier sind wir jetzt bei 56, wieder beim alten Stand. Unser armes, einsames Brot da oben fährt alleine rum. Da kommt der nächste Brotzug. Wir können uns generell ein bisschen mehr das anschauen hier, das ganze Treiben. Da sieht man hinten sogar noch die LKWs ein bisschen rumfahren. Sehr schön. So, jetzt. Und dann ist jetzt der Vorteil, es fährt auch sofort, fährt jetzt ein LKW dann los mit dem Brot. Der ist voll. Und der Brotzug war, glaube ich, auch zum ersten Mal jetzt richtig voll. Vielleicht hat die Änderung schon was gebracht. Aber der Krach ist natürlich immer noch da. Der zweite Brot-LKW ist auch voll gefahren. Und da kommt jetzt der nächste. Der ist leer. Und da schon wieder der nächste Ziegel-LKW kommt, verkaufen wir noch einen. Ja, drei scheint mir zu wenig, aber wir rüsten ja gleich auch auf gegen größere. So. Und der wird wahrscheinlich nicht mehr voll werden. Nein. Und jetzt warten schon alle drei hier. Also die Bausteinversorgung, die hier so gut aussieht, ist, glaube ich, gar nicht so gut. Wir schauen mal. So, und der wartet. Wir lassen mal vorlaufen kurz. Einmal ganz schnell. Dass der Brotzug zum nächsten Mal kommt. Ah, jetzt kam erstmal der Ziegelzug. Das. Der Ziegelzug kann da ja auch viel mehr bringen. Wenn wir noch mehr Ziegel hätten, das müssen wir gleich mal schauen. Wenn wir noch mehr Ziegel hätten, sollten wir die wahrscheinlich auch holen. Der Brot wartet und wartet und wartet und wartet. Jetzt kommt der Brotzug. Eventuell. Nicht. Da kommt er. So, der fährt. Und da kommt der nächste Brot-LKW. Und wir sind immer noch bei 56. Also das
erreicht irgendwie noch nicht alle Bewohner. Und da würde ich jetzt gerne dem hier mal folgen, weil der voll ist. Ob der bis zur letzten Station durchkommt, voll. So, interessante Streckenführung hier. So. Er hat noch 11 Brote dabei. Dann geht's hier in das Neubaugebiet. Oh, wie schön auch diese Stadt mittlerweile ist, ne? Das ganze, viel von diesem Gewusel wissen wir, das haben wir zu verantworten. Wir haben dafür gesorgt, dass das so eine florierende Metropole geworden ist. Das ist schon schön. So. Und dann ist er leer. Eventuell kommt bei der letzten Station nicht mehr genug an. Naja, weiß ich nicht. So, aber das... Ja, interessant. Interessant. Wir haben, wenn wir das gucken, wir gucken nochmal hier. Wir haben eigentlich die Station ganz gut verteilt. Und hier sieht man auch, ne? Also den Transport von welchen Sachen wohin. Da würde ich sogar sagen, dass wir hier oben noch eine weitere Station hinmachen sollten für die Ziegel. So, rechts lang. Dann vielleicht hier hin oder hier hin. Ja, der muss da so lange rausfahren, ne? Lass mal auch immer das anders. Wir machen den weg. So, und dann. Station 1, 2, 3. Wobei die Linie ja eigentlich schon sehr gut war. Wolltest du nochmal erwähnen. So, von hier nach da, von da nach da. Von da nach da. So, bei den Broten wollen wir das auch nochmal ausloten. Da haben wir, ja, wir haben immer so kleine Mini-Stadtfitzelchen. Hier haben wir, hier haben wir, dann haben wir hier nochmal Brot, oder? Würde ich anders lösen. Pass auf. Aber schön, dass ich jetzt die Funktion entdeckt habe, wie man das noch weiter tracken kann. Ich meine, es ist ja auch noch... Wir sind noch relativ früh im Let's Play. So. Und dann hier nochmal rum. Bachstraße, dann hier. War richtig, ne? Nee, die letzte war nicht richtig. So, lassen wir mal laufen. Ja, was mich hier irritiert, ist, dass der Brotzug halt dann nicht mehr mitnimmt. Wo ist er?
Da. Also der müsste da ja eigentlich deutlich mehr mitnehmen. Und wir sehen jetzt hier Versand, ne? Also der... Pff, merkwürdig. Aber vielleicht jetzt, wo wir halt mehr angeschlossen haben. Ne, noch weniger. Gut, schauen wir uns mal weiter an, beziehungsweise ihr, in den Bahnimpressionen. Komisch, muss ich sagen. Ha. Vor allem, weil das... Was wir... Diese, okay, jetzt ist es hier deutlich besser geworden. Also wir haben auf jeden Fall schon mal mehr erreicht. Hm. Na, schaut mal. Bis zur nächsten Folge.